Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch eine ganz süße Geschichte vorstellen, ihr lieben Kinder da draußen und Erwachsene, die niemals alt werden. Und zwar Chili, ich und andere Katastrophen von Antje Zillat und Zapf, Schneider Buchverlag, Egmont. Ich habe das Buch über vorab lesen, Ende Dezember bereits erhalten. Achtung, Chili ist los. Und Chili ist ein Feuerfrettchen und Chili ist so unfassbar süß. Aber er liebt und er steht voll auf Senf. Er liebt Senf über alles, Kinder. Und er stellt das Leben von Jelko komplett auf den Kopf. Ihr glaubt gar nicht, wie verrückt Chili tatsächlich ist. Denn Chili ist nicht nur ein Feuerfrettchen. Nein, Chili kann sich auch in andere Sachen verwandeln, damit niemand Chili erkennt. Was ein bisschen seltsam ist, wenn Jelko in seinem Zimmer relativ laut vielleicht auch spricht mit jemandem und dann die Mutter reinkommt und plötzlich ein rotes neues Kissen ist oder eine rote Uhr oder so. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Könnt ihr verstehen, ne? Und dann ist Jelko ist eigentlich auch Handballer und bei einem Freundschaftsspiel, wo der Papa dann auch mitkommt, bekleidet ihn Chili auch. Und in der ersten Halbzeit läuft auch alles super. Die Jelkos Mannschaft ist komplett auf der Überholspur. Doch dann sagt er in der Umkleidekabine, also eigentlich läuft das alles viel zu einfach. Und plötzlich in der zweiten Halbzeit, bam, verlieren die. Und dann erfährt er natürlich, dass Chili daran schuld ist. Oh, dieses Feuerfrettchen aber auch. Mann, Mann, Mann. Es ist aber auch zu süß. Jelko hat noch eine beste Freundin, die ebenfalls ein bisschen... Ja, sie versteht auch nicht, was mit Jelko plötzlich los ist. Und Jelko hat noch einen Erzfeind. Und dieser Erzfeind heißt Bert Franco. Und Bert ist ein richtiger Rabauk, Raudi. Er ärgert Jelko, er ist überall und nirgendwo und und Jelko wird natürlich ganz schön doll gemobbt von ihm und von seiner Clique, weil viele haben Angst vor Bert. Doch dann, aber Jelko hat ja Chili. Und plötzlich bekommt Bert eine Art Schleimdusche verpasst. Ne? Ziemlich cool eigentlich. Aber seine beste Freundin Lotte ist da gar nicht so begeistert. Was ich natürlich verstehen kann, weil... Aber eigentlich ist das auch eine coole Aktion gewesen. Das muss man schon zugeben. Ne? Das ist jetzt gar nicht so... Ja, das war schon cool von Chili irgendwo. Auch wenn Jelko das jetzt nicht so gut gefunden hat. Aber eigentlich ist das schon cool. Auf jeden Fall, Chili, ich und andere Katastrophen ist ein echt süßes Buch. Und es hat tolle... es hat auch ein paar richtig schicke Illustrationen und witzige Sachen. Hier haben wir auch noch mal... Chili und Chili liebt einfach Senfbrötchen. Ja, wenn ihr also ein Feuerfrettchen habt, dann habt auf jeden Fall jede Menge Senf im Haus, ne? Und passt auf, dass Chili nicht erwischt wird. Wie es weitergeht und was noch alles passiert, verrate ich euch natürlich nicht. Und was mit seiner besten Freundin ist, auch nicht. Aber ich kann das Buch definitiv empfehlen. Es ist so cool und sehr süß und ach, richtig lustig. Mein Sohn und ich haben das zusammen gelesen und wir haben uns teilweise echt schlapp gelacht, weil das, wie gesagt, einfach eine unfassbar schöne Geschichte ist, die wirklich ans Herz geht. Und was mit Bert passiert, verrate ich auch nicht. Aber ich sage nur eins. Okay, es war jetzt kein Wort, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Wir alle kriegen unseren Senf weg, wörtlich gesehen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Zeit, einen schönen Tag und Chili. Wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Janine. Bye.